Willkommen zu einer neuen Folge Die Anstalt der Idiotentest mit Ingvar Torben. Hallo. Ich habe mal wieder eine Textaufgabe für ihn und dafür hat er 5 Minuten Zeit. Macht er da irgendwelche Fehler oder falsche Spekulationen, kriegt er einen Stromschlag. Wenn er diese Aufgabe nicht lösen sollte, folgt eine Bestrafung. Dann wollen wir mal. Karin und Lena sind 2 Turnerinnen. Karin ist kurz gewachsen. Ihre Freundin Lena hingegen ist sehr groß und überragt Karin um mehr als eine Hand breit. In der Küche wollen die beiden an ein sehr hohes Regal gelangen. Dazu stellt sich eine der beiden Turnerinnen auf die Schultern von der anderen. Wer muss auf wessen Schultern steigen, damit die beiden möglichst hoch in das Regal fassen können? Eigentlich ist ja die Armlänge wichtig. Hier ist ja nichts von den Armen eigentlich gesagt, nur von Händen, von der Handbreite. Nein, warte, das ist gar nicht die Handbreite. Ja, sie ist eine Handbreit größer. Aber im Endeffekt ist doch scheißegal. Weil ob die jetzt auf der steht oder ob die auf der, ist es beides eigentlich das Gleiche. Also es ist egal, wer auf wessen Schultern steigt. Das ist deine Antwort? Ich überleg noch kurz. Hä? Okay, du hast, ich sag jetzt mal, 10 Sekunden. Ja, ich bleib dabei. Falsch. Was? Warum? Warum? Also du willst, dass ich jetzt auflöse oder möchtest du noch mal drüber nachdenken? Hä, es geht ja um die Höhe und dann müssen die da ins Regal greifen. Also es ist schon mal falsch, dass es egal ist, wer auf wessen Schultern steigt. Ich kann auflösen. Warum ist das falsch? Also, die Lösung ist, damit die obere Person mit ihren Händen die maximale Höhe erreicht, muss die kleinere Person, Karin, nach unten. Denn Lena hat die größere, also Lena ist halt die größere Person und hat demnach auch die längeren Arme. Das heißt, dein Ansatz, also dein erster Satz, war eigentlich schon... Ja, aber... Ganz ehrlich, ob man so einen Arm hat oder so, man kommt, es geht doch eigentlich um aber die Höhe. Das ist halt die Aufgabe, um die Strategie und die muss ja also irgendwo ja, das weiß ich auch, das weiß ich auch. Da du das jetzt halt falsch hast bei der Aufgabe, deswegen folgt jetzt die richtige Bestrafung. Es ist keine Paprika, es ist eine Chili, eine rote, die ist fruchtig. Echt? Und die ist scharf. Das heißt, es wäre schön, wenn du das abbeißt wie ein Schokoriegel, so bis hier. Weil hier fangen so langsam die Kerne an. Das wäre halt keine Bestrafung. Ne? Und wie gesagt, denk immer dran, es brennt 2-mal. Ihr habt nicht gesagt, wie schnell ich das essen soll. Ah, da kommen sie, ich sehe es. Ja, genau, geh noch näher. Einfach nicht. Boah, yo. Einfach nicht dran direkt. Ist nicht so schlimm? Doch, schon. Also. Es brennt. Ich würde jetzt gerne Joghurt essen. Aber mit Joghurt geht eigentlich. Ist nicht vom Fahrrad, ne? Nein? Es sieht aus wie ein Rohr, aber das unten, das stört mich ein bisschen. Das ist so. Auspuff ist auch nicht, kann nicht sein, das ist Quatsch. Nächstes Bild, 1 Minute Zeit. Wir sind ein wenig rausgezoomt. Ein Instrument. Ah, das ist dieser, dieses Spielgerät, Abspielmusikgerät. Ja, das ist, da wird doch diese Plattenspieler. Richtig. Ja. Plattenspieler. Ja, richtig. Ja. Ja, da hat er sich mal wieder, also da hat er mich überrascht, dass er die das letzte Bilderrätsel wirklich so schnell lösen konnte. Habt ihr ja gesagt, Plattenspieler. Ja, glaube ich. habt ihr vielleicht noch Ideen für Bestrafungen? Weil wir haben mal richtig in unseren Köpfen gekramt. Aber es gibt bestimmt noch lustigere Bestrafungen. Also schreibt sie ruhig mal in die Kommentare. Und dir überlasse ich jetzt mal die Endkarte. Und noch eine Sache, es muss ja nicht unbedingt hier drin sein, ne? Es kann ja auch hier im Flur und so, mit anderen Leuten vielleicht. Naja, hier unten wieder 2 Videos von Survival Guide und oben rechts abonnieren und ja, ich bin raus, ne? Ciao. Tschüss, bis nächste Woche. Krass. Krasser Shit.